Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wie ihr unschwer erkennen könnt, bin ich gerade nicht zu Hause. Ich bin gerade mit meiner Familie für 2 Wochen auf Ibiza. Also es ist hier so wunderschön, aber auch viel zu warm. Es sind irgendwie 33 Grad oder so. Und ich würde gerade eigentlich am liebsten am Pool sein. Es ist viel zu warm hier, aber auch so entspannt. Wir machen hier 2 Wochen einfach nichts. Ich wollte für euch aber unbedingt trotzdem ein Video drehen, deswegen hier ist es. Und heute drehe ich mal etwas anderes, also ein Let's Play, was eigentlich voll cool ist. Und zwar geht es um das neue Erweiterungspack von Sims, die 4 Jahreszeiten, also von Sims 4. Cool, das ist schon meine 2. Kooperation mit EA, also mit die Sims. Deswegen steht hier auch irgendwo Werbevideo. Ich liebe Sims, also wirklich. Ich habe das halt schon in der Grundschule gespielt und eigentlich auch im Gymnasium, schon mit meiner Freundin seit Jahren. Und ich habe mir die auch früher alle selber gekauft und ich schwöre, das stimmt. Das ist ungefähr das einzigste Computerspiel mit Madagaskar, was ich früher gespielt habe und was ich jetzt immer noch spielen würde. Ich finde es halt persönlich mega cool, es macht einfach total viel Spaß. Ich spiele halt auch ab und zu noch Nintendo oder so und auch das im Urlaub oder in den Ferien. Es macht halt auch einfach mega Spaß, das zu spielen und deswegen freue ich mich halt total über die Kooperation. Ich würde nichts vorstellen, wo ich nicht hinterstehe, also wirklich, ich finde Sims halt echt cool. Und ich hätte mir das wahrscheinlich selber gekauft, wenn die Kooperationsanfrage nicht reinkam, deswegen freue ich mich halt voll. Und das Erweiterungspack gibt es jetzt ganz neu mit ganz vielen neuen Features, die ich euch jetzt gleich alle zeigen werde, wenn wir zusammenspielen werden. Also voll cool. Und das Video ist übrigens auch eine Videoreihe mit anderen 3 YouTubern, also mit Sunny Loops, Funny Pilgrim und Malwanne. Und die haben auch alle Sims vorgestellt und zwar ihre Jahreszeit. Jeder hat eine Jahreszeit von uns zugeteilt bekommen. Ich Frühling, worüber ich mega happy bin, weil ich liebe den Frühling. Ich liebe den Frühling. Das ist ungefähr meine Lieblingsjahreszeit. Ich rede gerade so schnell. Ich muss irgendwie auch mal Luft holen ab und zu. Puh. Mir ist einfach so warm und ich bin irgendwie voll gut drauf. Das ist gerade alles eine heikle Mischung. Ich heute in dem Video die Jahreszeit Frühling vor. Wie gesagt, das ist mit meine Lieblingsjahreszeit. Also Frühling und Sommer mag ich halt mega gerne. Im Frühling hat man halt das ganze Jahr noch vor sich. Es wird gerade wieder warm, die Blumen fangen halt alle an zu blühen. Es wird schön bunt wieder halt, weil alles anfängt zu blühen. Und man hat natürlich Ostern, es ist noch nicht zu warm. Man freut sich noch auf das restliche Jahr, also vor allem auch auf den Sommer. Ich finde halt nach den Sommerferien ist es immer so, danach wird es so kalt und ekelhaft und Winter ist zwar auch voll cool, aber ich liebe halt eigentlich eher Frühling und Sommer, wenn es ein bisschen wärmer ist. Ich finde Frühling halt einfach schon perfekt, wenn man abends einfach nur mit dem Sweater draußen sitzen kann und es einfach nicht zu kalt ist. Und ich liebe es halt dann auch mit meinen Hunden spazieren zu gehen, weil im Sommer, wenn es viel zu warm ist, ist es anstrengend, okay? Und ich würde sagen, wir fangen jetzt auch einfach mal an zu spielen. Ich freue mich jetzt mega, mit euch zu spielen. Also ich habe die Tage halt auch schon ein bisschen angefangen zu spielen und so. Ich zeige euch gleich meinen anderen Haushalt. Ich finde, gerade in den Ferien hat man halt so viel Zeit und irgendwie zocke ich dann halt auch manchmal gerne ab und zu. Ist die Musik von Sims eigentlich GEMA-frei? Soll ich die ausmachen? Ich bin mir voll unsicher. Also hier ist übrigens mein Haushalt, den ich jetzt schon erstellt habe. Der heißt übrigens Antonia, weil mein Zweitname Antonia heißt und ich habe den dann Hannah Antonia genannt, egal. Und hier habe ich halt schon die Tage ein bisschen gespielt gehabt und ich würde sagen, wir machen aber einfach zusammen einen neuen Haushalt. Okay, wir fangen jetzt erstmal an, einen Charakter zu erstellen und zwar mich. Teenager, auf jeden Fall weiblich, würde ich sagen, oder? Hello, my name is, okay, Hannah. Oh, Hannah und... Okay, ich nehme jetzt nicht meinen echten Nachnamen. Spring. Spring ist süß. Frühling. Ah, ajo, super. Wie bin ich denn so? Okay, ich würde sagen, ich bin... Ja, wir machen mal was Cooles. Ja, ich bin einfach Diebin. Ja. Oh ja, ich glaube, ich werde dann Diebin oder so. Ich will halt, dass es ein bisschen spannend bleibt. Ich würde sagen, ich verändere den Sinn mal ein bisschen, weil so sehe ich nicht ganz aus. Dann auf jeden Fall eine andere Frisur vielleicht. Okay, aber ich habe erstmal eine andere Haarfarbe. Welche Haarfarbe habe ich denn? Ich frage mal kurz meine Mom. Okay. Laut meiner Mom habe ich blonde Haare. Ich würde zwar sagen, dass braun eigentlich besser zutrifft, aber wir machen jetzt einfach blond.
Ich würde sagen, wir machen uns an die Klamotten. Oh Gott, meine Eltern würden mich killen, wenn ich meine Arme so voll tätowiert hätte. Okay, mal schauen, was ich so anziehe. Ich meine, im Frühling ist es ja trotzdem nicht allzu warm. Okay, die Jacke gefällt mir. Dann machen wir weiter mit einer anderen Hose. Und noch andere Sneaker will ich. Einfach ganz schwarze. Ah ja, okay. Ja, hübsch. Hier gibt es übrigens die ganz neuen Kleider dann auch von dem Erweiterungspack. Oh, der Badeanzug ist ja mega süß. Okay, den lasse ich auf jeden Fall. Okay, andere Schuhe. Aber den Mantel würde ich wirklich sogar selber anziehen. Ja, die Boots einfach perfekt. Und dann war es das eigentlich auch. Fangen wir jetzt an zu spielen. Ich würde sagen, ich suche mir jetzt einfach das Haus hier aus. Ist in meinem Budget drin. Ja, genau. Ich nehme es jetzt einfach schon mit Möbeln, damit es einfacher für mich ist und ich direkt anfangen kann zu spielen. Es fängt an zu regnen. Dum, 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 dum. Und ich nehme es erstmal auf. Ja klar, okay. Okay, wir schauen jetzt hier einfach mal im Kalender. Und bei dem Erweiterungspack kann ich dann einfach Events hinzufügen. Also zum Beispiel Ostern. Was steht denn im Frühling an? Natürlich. Ostern, also hier Eiersuche. Mega cool. Ja, mache ich jetzt einfach dazu. Wie sieht eigentlich meine Wohnung aus? So. Oh, die ist ja eigentlich voll süß. Aber ich würde sagen, wir tun die trotzdem noch ein bisschen dekorieren, dann auch für Ostern übermorgen bei mir. Wo ist denn die Dekoration? Oh, hier, voll süß. Hier, einmal für den Frühling. Ich würde sagen, ich hänge sowas auch nochmal in mein Schlafzimmer. Auch wie cool, hier gibt es auch einen Weihnachtsbaum, aber ich meine, den kann ich jetzt schlecht hinstellen. Aber dann, wenn es Weihnachten wird. Ach, hier gibt es einen Osterhasen, wie cool. Hier, übers Fenster. Okay, ich stelle mir hier noch diese Blumen auch noch auf den Esstisch. Ach. Okay, goldig. Als ob es einfach so ein Lama gibt. Das stelle ich mir auch hin. Wie geil. Ja gut. Es ist einfach so warm, Leute. Ich mache meine Haare jetzt einfach zurück. Ich besuche einfach mal die andere Hannah von meinem anderen Spiel letztes Mal. Vielleicht freuten die sich ja an. Schaut euch die mal an. Die hat braune Haare. Die sieht vielleicht sogar ein bisschen mehr aus wie ich, aber okay. Ich freue mich über das Wetter, über den Regen. Ach ja, interessant. Ich spiele immer noch im Regen. Ich bin auch die Einzige ohne Regenschirm. Schön. Leute, stimmt ja, das habe ich voll vergessen. Und zwar, mein anderer Sim hat eine Rollschulbahn. Das kann man auch nur bei dem neuen Erweiterungspack. Ist auch ein neues Feature. Also ich gehe da jetzt erstmal einfach Rollschuh fahren ohne meinen anderen Sim. Schön. Das würde ich eigentlich in echt voll gerne mal machen. Wieder Inliner-Skaten oder so. Macht eigentlich voll viel Spaß. Okay, schlaf, Kindchen, schlaf. Anna, du musst in die Schule, du darfst nicht schwänzen. Und hier, guck mal, morgen ist Ostern. Jo, was gibt's denn hier so für Objekte, die ich noch kaufen könnte? Und hier gibt's noch so einen Mini-Hasen. Den stelle ich mal hier neben mein Sofa. Ist das ein Hase? Wie geil, was ist das denn? Oh, das ist noch so ein Kranz. Okay, den muss ich mir aber auch aufhängen. Komm, der kommt in die Küche. Oh, der sieht aber trotzdem irgendwie süß aus. Ich habe ja als Charakterzug, dass ich einfach mal so Objekte einfach öfters klaue. Und jetzt habe ich so ein Heft eingesteckt. Lustig. Übrigens, was auch bei dem neuen Erweiterungspack jetzt geht, ist irgendwie vom Blitz getroffen zu werden. Keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Aber gut, will ich jetzt lieber mal nicht ausprobieren. Und was halt auch noch ein neues Feature ist bei Sims, ist der Karrieregang, dass man Gärtner werden kann. Ich meine, ich bin noch Teenager. Ich kann jetzt noch keinen Beruf hier ausüben. Ich gehe noch zur Schule. Aber das ist auch noch ein neues Feature eben. Wie cool. Oh, ups, nein. Scheiße, habe ich die Küche in Brand gestellt. Brennt jetzt meine ganze Wohnung ab? Ach du Scheiße. Aber ich weiß auch, dass Sims verbrennen können, deswegen. Und heute ist Ostern übrigens. Frohe Ostern, Hannah. Schön. Was mache ich jetzt? Ich bin leicht überfordert. Ich kann auch nichts bauen oder so. Was mache ich jetzt? Okay, das gerät hier gerade alles ein bisschen außer Kontrolle. Ich wollte Ostereier suchen. Mann, oh. Meine ganze Wohnung fackelt einfach ab. Was ist denn da jetzt los? Ich würde sagen, ich höre dann auch mal hier auf, Sims zu spielen. Ich hoffe, die Feuerwehr kommt dann irgendwie noch. Ich spiele später weiter. Aber jetzt konnten wir gar nicht mehr Ostereier suchen gehen. Ich habe Ostern schon mit meinem anderen Sim, also in meinem anderen Haushalt halt gespielt, mit der anderen Hannah. Und ich habe das auch ein bisschen aufgenommen, dann blende ich euch das jetzt einfach ein. Ich habe die Tage auch noch ein bisschen weiter gespielt und habe mir mega Mühe bei der Dekoration gegeben. Deswegen wollte ich euch hier in mein Haus noch ein bisschen zeigen. An dem Tag war dann für meinen anderen Sim auch Ostern und deswegen war auch der Osterhase da. Und ich wollte mich einfach umziehen von meinem Nachthemd in ein süßes, osterliches oder feierliches rotes Kleid. Und dazu habe ich dann noch hohe weiße Schuhe angezogen.
dann habe ich dem Osterhasen noch ein Geschenk gegeben und bin dann selber auf Eiersuche gegangen. Dann kam noch ein kleiner Junge vorbei, dem habe ich dann auch noch was geschenkt und meiner Nachbarin auch noch. Abends habe ich dann selber ein Geschenk geöffnet und ich wollte euch hiermit noch meine Rollschuhbahn zeigen. Ich habe meinen Garten nämlich auch ganz neu dekoriert und wenn im Sims-Spiel einem dann noch angezeigt wird, dass es anfängt zu regnen, kann man auch noch die Outfits wechseln. Das wollte ich euch hiermit einfach nur noch zeigen und zwar dann wahrscheinlich praktischerweise in einen Regenmantel mit Boots einfach und dann bin ich noch einfach ein bisschen im Regen getanzt und das war es dann von dem anderen Sim-Haushalt. So, das war's jetzt mit diesem kleinen Let's Play. Bei mir ist es ein bisschen eskaliert, aber gut. Ich versuche das später irgendwie noch zu retten oder keine Ahnung, was noch von meiner Wohnung übrig geblieben ist. Ich hoffe, es hat euch gefallen. War mal ein bisschen anders. Ihr könnt, wie gesagt, noch bei den anderen YouTubern vorbeischauen. Die Links sind auf jeden Fall in der Infobox. Und dann war's das jetzt hier auch schon mit dem Video. Du kannst mir gerne noch auf Instagram folgen. Ich bin da im Moment aktiver. Ich habe heute auch ein neues Bild von Ibiza hochgeladen, mein erstes. Und ich habe hier oben halt kein WLAN. Also bin ich, wenn, auf Instagram aktiv. Wenn ihr irgendwie mehr von mir mitbekommen wollt, schaut da gern vorbei. Würde mich auf jeden Fall mega freuen. Und wenn du meine letzten Videos verpasst hast, kannst du ja jetzt auch noch gerne da draufklicken. Und du kannst mich noch kostenlos abonnieren. Ich meine, es ist kostenlos. Und warum nicht? Würde mich auf jeden Fall voll freuen. Ja, jetzt ist mir auf jeden Fall mega warm. Ich glaube, ich gehe jetzt noch in den Pool. Aber ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bis zum nächsten Mal. Schönen Urlaub an alle, die jetzt auch im Urlaub sind. Und schöne Ferien an alle, die jetzt auch schon Ferien haben. Ich weiß nicht, ein paar sind vielleicht noch in der Schule, aber ich meine, ihr habt es dann auch bald hinter euch. Dann war es das jetzt mit dem Video. Ich gehe jetzt auf jeden Fall erstmal in den Pool oder so und trinke meine Fanta. Okay, tschüss.